Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video. Ja, worum geht es heute? Wir werden uns ein neues Gadget angucken, und zwar eine elektrische Luftpumpe der Firma Esmex. Und warum diese Pumpe mehr kann als nur Luftpumpen, das seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Ja, bisher kennt man die Firma Esmex eher aus dem Bereich Bluetooth-Headsets für Motorradfahrer. Da haben sie zwei hochwertige Headsets am Start, die auch sehr stylisch aussehen, wie man hier vielleicht auch sehen kann. Ja, das Design erinnert mich irgendwie an die Tarnkappentechnik. Sieht also sehr stylisch aus, wie ich finde. Ja, und die Firma hat jetzt eben eine elektrische Luftpumpe rausgebracht. Aber wie ich schon angekündigt habe, es ist nicht nur eine Luftpumpe, sondern gleichzeitig auch eine Powerbank. 7500 mAh sind dort integriert. Hier sehen wir mal das ganze Paket, was alles dabei liegt. Wir haben also einmal die Pumpe, hier ist die Verpackung. Es gibt eine Tasche, finde ich auch sehr schön. Dann haben wir hier den Anschlussschlauch. Eine deutsche Bedienungsanleitung liegt auch dabei. Dann das Verbindungskabel USB-A auf USB-C. Und dann nochmal zwei Adapter, einmal für Bälle und einmal, glaube ich, müsste das für französische Ventile sein. Genau, das war also alles im Paket enthalten. Da würde ich mal sagen, schauen wir uns die Pumpe jetzt etwas genauer an. So, da sehen wir jetzt die Pumpe. Nochmal das komplette Design. Hier haben wir auch den Schriftzug drauf, Esmex. Da ist eine Kompressorluftpumpe. Hier sehen wir nochmal die Anschlüsse. Einmal USB-C, das ist zum Aufladen der Pumpe da. Und USB-A kann man zum Beispiel sein Handy aufladen. Hierzu komme ich gleich noch. So, dann schrauben wir jetzt mal den Schlauch an die Pumpe. Einfach so einklipsen und nach rechts einmal kurz fixieren, dass der Schlauch auch fest ist. Ich bin jetzt mal kurz reingegangen, damit man die Bedienung ein bisschen besser sehen kann. Haben wir nicht so viel Reflexion. So, wir haben hier das Menüfeld. Wir haben 5 Tasten. Wir haben in der Mitte die Power-Taste zum Ein- und Ausschalten. Links sehen wir die Menütaste. Rechts ist ein Sonnensymbol abgebildet. Oben die Plus-Taste und unten die Minus-Taste. So, zur Erklärung, oben sehen wir 0 Bar, unten sehen wir 2,1 Bar und hier sehen wir die LED des Akkustatus, momentan auf Orange. Theoretisch können wir auch zwischen 4 Einheiten wählen, wir haben also Bar eingestellt. Durch Halten der Menütaste kommen wir auf KPA, nochmaliges Drücken der Menütaste, Kilogramm pro Quadratzentimeter steht da, glaube ich. Nochmaliges Drücken ist dann PSI. Wir stellen es aber wieder auf Bar ein, logischerweise. Die 5 hinterlegten Modi, hier zu sehen mit dem Autosymbol. Wenn wir die Menütaste drücken, sehen wir das Motorradsymbol, Fahrrad, Ball und individuell. Die könnt ihr euch so belegen, wie ihr das wünscht, wie ihr das benötigt. Fürs Auto könnt ihr die Barzahl hinterlegen und auch abspeichern. Nach dem Einstellen wird das wirklich abgespeichert. So könnt ihr hier für jedes Fahrzeug eure individuellen Einstellungen hinterlegen und abspeichern. So, dann werden wir jetzt nochmal mein Handy anschließen mit dem beiliegenden Kabel. Also USB-A, USB-C, sofern ihr auch USB-C-Anschluss habt, an euer Handy. Da tut sich jetzt erstmal an meinem Handy nichts, aber ich denke mal, es liegt daran, weil die Luftpumpe noch nicht eingeschaltet ist. Wir drücken also mal den Power-Knopf. Ah, einmal Power-Knopf gedrückt. Trotz Power-Knopf drücken bleibt die Luftpumpe aus, aber mein Handy hat sich bemerkbar gemacht und lädt jetzt auch auf. Die Kapazität beträgt da 7500 mAh. Mal zum Vergleich, ein aktuelles Handy hat so um die 5000 mAh Akku, dass ihr ungefähr mal einschätzen könnt, wie viel ihr damit aufladen könnt. Also das finde ich sehr schön, das ist mobil, es ist auch nicht schwer. Gewicht liefere ich gleich noch, gucke ich nochmal nach. Und ja, passt in jede Fahrradtasche. Ich bin in solchen Dingen auch etwas faul, gebe ich gerne zu. Und da kommt sowas dann eben natürlich viel gerufen. Und zugleich hat man dann eben auch noch eine Powerbank bei sich. So, jetzt kommen wir endlich mal zur eigentlichen Funktion dieser Luftpumpe, nämlich zum Luftaufpumpen. Ich habe mir schon mal das Hayuki rausgestellt, auch schon mal etwas Luft beim Vorderrad abgelassen. Ja, und ich würde sagen, wir schließen die Pumpe jetzt erstmal an, schauen, wie viel Luft noch drauf ist vorne. Und dann pumpen wir nochmal nach und gucken mal, wie lange es dauert, bis so ein Bar aufgepumpt wurde. Und vor allem, wie laut sie ist, weil es ist ja eine Kompressorpumpe. Und dann werden wir gleich mal hören, wie laut diese Pumpe ist. Kommen wir noch mal kurz zu ein, zwei Produktmerkmalen. Komplett aufgeladen ist die Pumpe laut Hersteller in 2 Stunden.
Reichweite 1 bis 11 Bar. Ich weiß nicht, ob Reichweite hier das richtige Wort dafür ist. Auf jeden Fall bis Maximum 11 Bar. Könnt ihr wohl mit der Pumpe aufpumpen. Auf jeden Fall auch Autoreifen. Das wissen wir ja nun auch. Ne? Und Sicherheitshinweis noch, wenn ihr die Pumpe genutzt habt, achtet ein bisschen auf das Ende hier. Das kann heiß werden. Da ist ja auch Metall drin. Kann man vielleicht ganz gut sehen. Also da bitte aufpassen, dass ihr euch die Finger nicht verbrennt. So, es wird auf jeden Fall empfohlen, die Pumpe erstmal auszulassen und anzuschließen. Dann drehen wir mal einfach das Ventil drauf. So, Ventil ist angeschlossen. So, ich habe die Pumpe mal ein bisschen angelehnt, dass man auch was sehen kann. So, wie viel Bar haben wir noch drauf? Das sind 0,35 Bar. Und voreingestellt ist hier beim Fahrrad 1,2. So, ich würde sagen, wir stellen 1,35 Bar ein, damit wir genau 1 Bar aufpumpen. Schauen wir mal, wie lange das dauert und wie laut das ist. Ich würde mal sagen, los geht's. Power-Taste wird gedrückt. So, 1,35 Bar sind erreicht. So, das war ja Punktlandung, genau 80 Sekunden, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ich habe das da mal ein bisschen geschnitten. Ich hoffe, es war in eurem Sinne. Okay, also beim Aufpumpen nächstes Mal werde ich mal irgendwie mir einen Kaffee holen oder so. Ist doch eine ganz schöne Lautstärke, aber klar, so ein Kompressor muss ja irgendwie Druck aufbauen können. Und da ist wahrscheinlich so eine gewisse Lautstärke gar nicht vermeidbar. Ja, 80 Sekunden für 1 Bar. Ich weiß nicht, wie lange ich mit der Handpumpe gebraucht hätte. Fahrrad ist aufgepumpt. Feine Sache, wie ich finde. So, ihr Lieben, das war's von mir auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Solltet ihr Fragen haben, nutzt einfach die Kommentarfunktion unter dem Video. Den Link zur Luftpumpe findet ihr wie immer unter dem Video. Und ja, schaut mal rein, wer Interesse hat. Ansonsten werde ich jetzt noch mal ein bisschen meinen Kaffee mit der Pumpe kühlen. Der ist mir nämlich noch ein bisschen zu heiß. Und ja, ich danke euch für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, genießt die Welt. Bis dann, euer Casey.